Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich teste Dinge, die ich noch nie gegessen habe und ja, sag euch, wie sie mir schmecken, sag euch, was es so gibt an Lebensmittelvielfalt und bin immer offen für eure Vorschläge, was ich hier so testen kann. Fangen wir mal an mit einer Runde Doritos. Das ist jetzt die Sorte Sweet Chili Pepper. Tatsächlich bin ich mir manchmal nicht sicher, welche Sorten ich schon kenne. Aber ihr meint, ich soll unbedingt mal die Sorte in der schwarzen Tüte probieren und deswegen dachte ich, probiere ich das mal. Das sind eben Maischips mit Chili-Geschmack. Das sind jetzt 110 Gramm. Die waren bei Rewe im Angebot für 99 Cent. Boah, das ist so eine Sorte, wie ich sie richtig gerne habe. Die ist richtig gut gewürzt. Wirklich hat sie so einen pikanten Geschmack, aber auch so einen schönen Paprika-Geschmack. Also so leicht süßlich. Finde ich richtig, richtig lecker. Sind eh immer, finde ich, top Tortilla. Also würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Und bekommt 8,5 Punkte. Dann so Protein-Toast-Brötchen mit 20% pflanzlichem Protein. Habe ich auch schon immer mal bei Leuten gesehen, aber weiß nicht, auch noch nie gekauft. Sollen ja irgendwie echt gut sein. Die sind vegan, haben jetzt 1,79 gekostet bei Rewe. Enthalten sind jetzt hier 225 Gramm, also 4 Stück. Und ja, eben pro Brötchen 11 Gramm Protein. So sehen die jetzt aus. Haben so eine schöne, weiche Konsistenz. Ich mag es. Mal gucken, wie es jetzt ist, wenn ich die toaste. Also, ich finde sie ganz lecker. Ich mag das mit den Körnern. Aber für mich haben die so ein bisschen komischen Eigengeschmack. Weiß ich nicht. Also, ich würde sie mir jetzt nicht unbedingt nochmal holen. Ich mag die Konsistenz etc. Ja, aber ist jetzt nicht mein Favorite. Dann nehme ich mein Protein irgendwie lieber anders zu mir. Deswegen würde ich mir auch nicht wieder kaufen und bekomme 6 von 10 Punkten. Von Ehrmann. Vanilletraum-Kirsche. Ich glaube, es ist so lange her, dass ich diese Vanilleträume sozusagen mal gegessen habe. Das ist ein Dessert mit Vanillegeschmack aus Frischkäse, Joghurt und Kirschen. Das sind jetzt 115 Gramm, gefunden bei Netto. Und zwar im Angebot für 29 Cent. Ich habe jetzt hier so zwei Schichten. Da ist oben eine Vanilleschicht und unten die Kirschschicht. Doch, die sind lecker. Die erinnern mich an diese Lüne Best. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Doch. Ist eben so leicht fluffig, lecker war nach einer Vanille, dann guter Kirschgeschmack, also finde ich mal ganz cool. Würde ich mir jetzt vielleicht nicht nochmal holen, aber ist lecker und bekommt 7 von 10 Punkten. Denn das habt ihr mir unbedingt empfohlen, auch an sowas laufe ich einfach immer vorbei, aber ich hatte davon die Mettwurst ja schon, jetzt hier die vegane Teewurst auf Basis von Erbsen. Vegan von der Rügenwalder im Rewe gefunden für 1,79 sind jetzt 100 Gramm. Ich muss sagen, ich habe kaum noch in Erinnerung, wie echte Teewurst schmeckt, weil ich es lange nicht mehr gegessen habe. Aber es ist wirklich lecker. Es ist richtig, richtig gut. Hat auch so einen fleischigen Geschmack. Also ich glaube schon, dass es echt wie Teewurst schmeckt. Finde ich top. Würde ich mir, glaube ich, auch nochmal holen. Doch. Und bekommt 8 von 10 Punkten. Eine weitere Sorte Tofu, und zwar von Kato, habe ich jetzt den Tofu mit Paprika, das ist eben Bio-Qualität, 250 Gramm, vegan und aus österreichischen Sojabohnen. Bei Rewe für 2,19 Euro und der sieht schon mal sehr gut aus. Also der hat so richtig viele Paprikastückchen, ist eher so, dass er auseinanderfällt, wie ihr vielleicht seht, aber ich mag das, wenn er so ein bisschen fluffige Konsistenz hat. Ja, der schmeckt super intensiv nach Paprika. Und ihr seht ja wirklich, da sind so fette Paprikastückchen enthalten. Also so ganz frisch nach Paprika. Richtig coole Variante. Also würde ich mir auf jeden Fall auch wiederholen. Ich mag ja eh die Konsistenz von denen. Denn da schmeckt man gar nicht so stark den Tofu-Geschmack heraus. Ist jetzt aber auch nicht stark salzig. Also einfach sehr, sehr lecker. Und deswegen bekommt der 8,5 Punkte. Naja, ist ein bisschen mitgenommen. Sorry, da ist nämlich was ausgelaufen bei mir. Habe ich jetzt den Sojajoghurt Mediterraner Pfirsich von Be Happy. Den habe ich eben bei Edeka gefunden. Sind jetzt 500 Gramm. Okay, wow. Und hier sind echt wirklich viele Pfirsichstückchen enthalten. Also der hat jetzt 1,59 gekostet. Und ich liebe es ja, wenn so Fruchtstückchen da mit drin sind. Ich finde den richtig, richtig lecker. Wirklich. Oh, er schmeckt super fruchtig. Eben mit diesen Stückchen. Die sind auch super weich. Ganz, ganz fein. Er ist ja auch leicht gesüßt. Das schmeckt man auch heraus. Aber so eine angenehme Süße. Also finde ich wirklich lecker. Hat auch, finde ich, gar nicht so den krassen Sojageschmack. Also würde ich mir auf jeden Fall auch wiederholen. Bekommt 8 von 10 Punkten. Dann habe ich hier von Rewe unser Porridge Lemon Cheesecake Geschmack von Ruf. Das sind jetzt 65 Gramm. Ja, das ist eben so ein kleiner Fertig-Porridge. Das geht halt echt einfach. Jetzt hier einmal eine Schüssel gegeben.
Und da kommt jetzt heißes Wasser dazu. Das ist halt auch schon wieder eher so eine halbe Portion. Das lässt sich jetzt erstmal gut ziehen. Da hat der Beutel jetzt 75 Cent gekostet. Und riechen tut es schon mal sehr, sehr gut. Aber ja, ist halt auch wieder eine sehr kleine Portion, wie ich schon meinte. Oh, es riecht wirklich nach Lemon Cheesecake. Boah, geschmacklich finde ich es richtig lecker. Oh mein Gott, doch, ich mag es total gerne. Das hat eben so einen cremigen, also so eine cremige Konsistenz. Ich glaube, ich würde mir das auch sogar echt wiederholen. Doch, also wenn es wirklich mal schnell gehen muss und ich Bock auf Porridge habe, also einen richtig geschmacksvollen Porridge, dann würde ich es mir holen und bekomme 9 von 10 Punkten. Dann eine Sorte, die ich eigentlich sonst irgendwie nicht so ansprechend fände, ist Black Pepper, Sea Salt and Crushed Black Pepper von Kettle. Generell muss ich sagen, mag ich Kettle schon echt immer gerne, weil die so richtig schön rustikal sind. Ja, aber wirklich, ich finde, da fehlt vollkommen der Pep. Also ich würde mir, da fehlt der Pepper im Black Pepper. Nee, also ich finde die Sorte echt nicht so besonders. Die ist, ja, ist okay, aber ja, es ist irgendwie nicht gar nicht so pikant, auch nicht so würzig, nicht so salzig. Würde ich mir jetzt nicht holen. 5 von 10 Punkten. Und dann mal hier eine Runde Activia, und zwar Müsli. Da sind mir aufgefallen, dass ich noch ganz viele Sorten von Activia eigentlich gar nicht kenne. Gut für dich und deinen Bauch. Das sind jetzt diese typischen 4 Becherchen. Das sind 4 mal 115 Gramm. Und das hat 2,49 Euro gekostet. Das hat eben so kleine Müsli-Stückchen und ich glaube auch so Fruchtstückchen. Ja, es schmeckt so ein bisschen wie Birchermüsli und erinnert einen daran. Eben mit den Flocken. Oh, ich finde das lecker. Ich mag ja sowas. Also finde ich irgendwie richtig cool. Weiß gar nicht, die Sorte, glaube ich, ist halt noch mal so ein bisschen was anderes, wenn es um Joghurt geht. Jedenfalls esse ich sowas nicht so oft, aber finde es top. Würde ich mir auch wiederholen und bekommt 8 von 10 Punkten. Eine weitere Sorte hier vom Oppo Eis. Double Chocolate Brownie. Habe ich bei Getir bestellt. Und ja, bin ich mal gespannt, wie die Sorte so mundet. Also es geht eben darum, dass es hier so kleine Schokoladenstückchen sind. Was mir letztes Mal auch schon aufgefallen ist, ist echt immer so ziemlich wässrig, das Eis. Und natürlich ist halt eben so ein bisschen low calorie. Von daher muss es doch irgendwie weggemacht werden. Aber ja, gibt da bessere Umsetzungen, finde ich. Also die Brownie-Stückchen sind schon lecker. Schokoladeneis auch nicht schlecht. Also sie sind lecker. Ich finde es okay. Hat jetzt 4,99 gekostet. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal holen. Verpasst aber auch nichts, wenn man sich nicht holt. Deswegen bekommt 7 von 10 Punkten. Dann kenne ich natürlich schon viele Milchreissorten, aber von Söbbeke, den Milchreis habe ich noch nie probiert. Das ist nämlich Bio-Milchreis, Natur, ohne Aromazusatz und ja, im Bio 150 Gramm, habe ich im Butnikowski gefunden und hat 80 Cent gekostet. Die Konsistenz sagt mir schon mal zu. Boah, ist der lecker. Der schmeckt so richtig, richtig natürlich. Eben nicht irgendwie, ja wirklich, wenn man schmeckt raus, dass da nicht irgendwie große Aromastoffe da drin sind, sondern dass es wirklich, ja schon so fast wie selbstgemacht ist. Also wirklich top. Würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Auch nicht zu süß, sondern ganz leckeren Milchgeschmack bekommt 8,5 Punkte. Und ich musste jetzt hier noch einen weiteren Deli-Reform-Auftrick probieren. Da hatte ich ja letztes Mal den mit Pilzen, fand den so gut. Hier jetzt Paprika, tiefrot und knackig, vegan, bio. Übrigens finde ich die bei uns im Rewe, 150 Gramm. Und gekostet hat der Spaß jetzt 2,29 und er ist auch wieder so lecker. Also ich mag einfach auch diese Konsistenz von denen, weil sie so richtig schön cremig sind und total geschmacksvoll, also ganz intensiv eben nach Paprika. Und 70% aus Gemüse finde ich halt echt cool. Das schmeckt man wirklich heraus. Also würde ich mir auf jeden Fall auch wiederholen. Haben auch echt eine gute Würze. Top und bekommt 8 von 10 Punkten. Dann habe ich hier was Neues gefunden bei Edeka. Oder halt nicht neu, aber ich habe es noch nie gesehen. Baba Ghanoush, das ist Auberginen-Melanzani-Dip mit Sesampaste. 200 Gramm vegan auf der Basis eben von gerösteten Auberginen. Erinnert mich halt total an Hummus. Schmeckt sogar auch ein bisschen wie Hummus. Ja, Aubergine schmeckt man gar nicht so stark heraus, sonst war so Auberginenstückchen. Und ja, eben nach Tahini sehr stark. Es hat irgendwie schon so einen sehr eigenen Geschmack, den man nicht so beschreiben kann, der aber so ein bisschen an Hummus rankommt, finde ich. Und ich finde es echt super lecker. Also würde ich mir auf jeden Fall auch wiederholen. Doch, kann man mal machen. Ist auch nicht irgendwie zu salzig oder so. Also ist echt ein ganz cooler Dip oder eben als Soße nehme ich sowas ja total gerne. Deswegen bekommt 8 von 10 Punkten.
Und dann hatte ich einfach auch noch nie die Sorte von Almigurt, Kirsche, Banane. Sorry, da hält jetzt, ist jetzt das Haltbarkeitszeichen drauf. Aber ja, ist ja ein ganz normaler Joghurt an sich und ich bin mal gespannt, wie die Sorte schmeckt. Jetzt bei Rewe gekauft. Oh, und ich finde sie wirklich, wirklich lecker. Sind keine Stückchen enthalten und hat wirklich so diesen typischen Kiba-Geschmack von früher. Also eine gute Sorte. Doch, würde ich mir auch wiederholen, bekommt 8 von 10 Punkten. Und dann ist auch das erste Mal hier diesen Green Forest Burger Mix probiert. Vegane Burger Patties auf Erbsenbasis, ohne Konservierungsstoffe, made in Germany. Und das sind jetzt hier 150 Gramm. Und ja, ist eben auf der Basis von Erbsenprotein. Habe ich jetzt mal angemixt, das geht super easy. Und ich finde sie richtig, richtig lecker. Also ich muss echt sagen, ich bin sehr begeistert. Hätte ich nicht so lecker erwartet. Also schmeckt ja wirklich wie so ein richtig gutes Patty. Also würde ich mir auf jeden Fall wiederholen und bekommt 9 von 10 Punkten. Dann ein weiterer Aufstrich. Und zwar habe ich hier von Alnatura Kidneybohne Paprika Chili Aufstrich. Der ist vegan, Proteinquelle. Da sind jetzt hier 140 Gramm, eben auch Bio-Qualität. Von der Konsistenz ist es eher so ein bisschen festerer Aufstrich. Ja, man schmeckt wirklich noch so die Kidneybohne heraus. Hat auch einen leicht scharfen, pikanten Geschmack. Leichter Paprikageschmack, sehr, sehr gut gewürzt. Hat jetzt übrigens 1,99 gekostet. Finde ich richtig gut. Also ich finde den wirklich, wirklich top. Würde ich mir auch auf jeden Fall wiederholen. Jeder, der sich, vor allem so diese Kidneybohnenbasis, ist mal so ein bisschen was anderes. Also das ist nicht wie so, wenn der irgendwie auf Ölbasis ist oder I don't know. Also wirklich, Träumchen, würde ich mir unbedingt wiederholen. Bekommt auch 8,5 Punkte. Dann hatte ich hier tatsächlich auch noch nie dieses Knuspermüsli von Rossmann ohne Rosinen. Und das sah so süß aus, eben mit diesen Sternchen und Kakaoknusper. Das hat jetzt 1,99 gekostet für 375 Gramm. Ja, eben hier Bio-Quality. Und sieht auch schon mal echt süß aus. Also hat hier eben so diese Knusperstückchen und diese Kakaostückchen schmecken auch schon mal sehr lecker. Und hier natürlich noch Milch dazu. Und ich finde es wirklich lecker. Also es hat eben hier auch noch so diese Kakao-Crunchies, dann so ein bisschen Erdbeerstückchen. Top, also es ist echt so ein vielfältiges Crunchy-Müsli. Finde ich gut, würde ich mir wieder kaufen. Bekommt 8 von 10 Punkten. Dann habe ich ja einmal Honig mit Ingwer. Also es sind wirklich nur Honig und dann gemahlener Ingwer. Das ist eben hier von bi.neo und in Bio-Qualität. Boah, das riecht schon mal wie kandierter Ingwer. Krass, das ist wirklich intensiv. Das steht auch drauf, so in Tees oder sowas. Oh, das ist aber schon cool. Also es ist halt ganz praktisch, wenn man jetzt irgendwie nicht Ingwer immer zu Hause hat oder das halt wirklich nur so ein fertiges Produkt haben möchte. Ich finde die Kombi sehr, sehr lecker. Also wirklich auch scharf. Also der Ingwer, der gibt Feuer, schmeckt man gut heraus. Aber ich mag es. Also ich würde es mir tatsächlich auch wiederholen und bekommt 8 von 10 Punkten. So, und das war's auch schon wieder mit meinem Video hier aus ungewohnter Umgebung, weil ich vergessen habe, ein Outro für euch zu drehen und jetzt gerade Samstagabend nochmal für euch ein Outro drehe, bevor ich das Video hochlade. Liebe Grüße. Sagt mal was. Hi. Ja.